glaubst du, die Tage habe ich mir nach langen Jahren mal wieder was ganz Besonderes angeguckt. Und zwar eine heilige Stätte sondersgleichen im Revier, nämlich Schalke. Und zwar das alte Schalke, also Glückaufkampfbahn. Das ist für mich der heilige Rasen aus Gelsenkirchen. Und das Volk lag ihnen vor den Füßen, ne? Ja, und die haben damals bis an die Außenlinie gesessen, die Fans. Ja, da brauchte man keine Angst haben, dass da irgend so ein Hooligan ausklingt, weil das war alles eine große Familie. Ja, bis zu 70.000 Verwandte haben hier die blau-weißen Jungens angefeuert. Und Hesse. Aber die Düsseldorfer wirkten zu unentschlossen in der Nähe des 16-Meter-Raumes, so gut sie auch im Mittelfeld spielten. Schalke auf der anderen Seite zog sich in die Abwehr zurück und gab den Düsseldorfer Angreifern wenig Raum, ihre Kombinationen aufzuziehen. Wieder Gaye, heute einmal recht agil, nachdem er in den letzten Wochen doch recht enttäuscht hat. 10.000 Zuschauer bewundern diesen Schuss von Köhnen und die Parade von Norbert Nickbohr. Die beste Möglichkeit für Schalke in der ersten Halbzeit hat Fischer. Wir sehen sie noch einmal nach einer Flanke von Krämers. Nur knapp verfehlt dieser Ball sein Ziel. Düsseldorf alles in allem in den ersten 45 Minuten die optisch überlegene Mannschaft. Wieder Köhnen, der Außenverteidiger, der zum gefährlichsten Stürmer wurde. Baltes gegen Scheer, noch einmal Köhnen. Rüssmann, Hesse, 0:0 nach den ersten 45 Minuten. Düsseldorf spielt so weiter, wie es die erste Halbzeit beendet hatte, angreifend. Schalke verteidigt mit einem großartigen Nickbohr, dem besten Spieler seiner Mannschaft an diesem Tag. Egon Köhnen, der unermüdliche Außenverteidiger, jetzt musste Erwin Krämers ihm nachlaufen, statt umgekehrt. Wieder Nickbohr. Abgewehrt der Ball zur Ecke, Herzog tritt. Und da macht Nickbohr vielleicht den Fehler, dass er nicht rausläuft. Seine Vorderleute bekommen den Ball nicht weg. 69. Minute, 1:0 durch Gaye. Nach langen Minuten hat Düsseldorf wieder einmal ein Tor erzielt, dies ausgerechnet gegen den Tabellenführer. Und fast glaubt man schon, dieses Spiel gewonnen zu haben. Aber Schalke kommt noch einmal nach diesem Düsseldorfer Treffer. Erwin Krämers, Nico Braun, der Luxemburger, 1:1 in der 86. Minute. Damit alle Chancen für Schalke, im Rückspiel zu Hause eine Runde weiterzukommen in diesem Pokalwettbewerb. Wallaby, wallaby.
eins können Sie mir glauben, kein Regisseur hätte diese Fußballschau heute besser inszenieren können. Spannender geht's wirklich nicht mehr. Nach Düsseldorf wurde dann auch Gladbach ausgeschaltet. Und so ist im Halbfinale 1971-72 der erste FC Köln der Gegner. Im Hinspiel hatte es für Königsblau eine 1:4 Niederlage gegeben. Im Rückspiel in der ausverkauften Glückaufkampfbahn musste also zum Ausgleich ein 3-Tore-Vorsprung her. Klaus Fischer zum 1:0 nach 16 Minuten. Und eine Viertelstunde später eine ähnliche Situation, wieder der Freistoß von Helmut Kremers. Und dann war es Rolf Rüssmann, 2:0. Rüssmann neben Helmut Kremers und Sobiray einer der drei Abwehrspieler vor Libero Tanne Fichtel. Keine deutsche Mannschaft beherrschte zu dieser Zeit das Flügelspiel so wie die Schalker. Noch vor der Pause der dritte Treffer. Lebuda von Haaren, Fischer und Scheer. Das 3:0, das 1:4 aus dem Hinspiel damit egalisiert. Schalke, das in dieser Saison hinter dem FC Bayern München Vizemeister der Bundesliga wurde, mit einem Altersdurchschnitt von nur 25 Jahren. Noch wenig erfahren, vielleicht auch deshalb. Der 1:3 Gegentreffer für Köln nach 43 Minuten durch Hannes Löhr. Direkt nach Wiederbeginn die zweite Hälfte und das Handspiel von Sobiray. Elfmeter. Hannes Löhr. Nur noch 3:2 aus Schalker Sicht. Es folgten Diskussionen um Schiedsrichter Heckeroth, sowohl von Spielern als auch von Zuschauern. Als das dann geklärt war und als es dann weiterging, gab es gleich den nächsten Elfmeter. Diesmal für Schalke 04 nach diesem Foul an Helmut Kremers. Beworungen. 80 Minuten waren vorbei, immer noch 3:2. Doch der dritte Strafstoß des Tages brachte die Wende. Diesmal versucht es Helmut Kremers. 5 Minuten vor dem Ende wieder ein 2-Tore-Vorsprung, 4:2. Allerdings musste ein 5. Tor für die Verlängerung noch her. Lebuda und dann das Foul von Kapellmann an Rüssmann. Wieder Elfmeter die Entscheidung und viel Hektik und Aufregung in der 5. Minute der Nachspielzeit. Lebuda legt den Ball auf den Punkt, doch Helmut Kremers wird antreten. Fünf zu zwei. Schalke schaffte damit in der Addition der Treffer von Hin- und Rückspiel den Ausgleich. Das bedeutete Verlängerung. Und in der hatte der erste FC Köln nach 105 Minuten die Chance zur Entscheidung. Werner Biskup gegen Nick Buhr. Und der bleibt Sieger. Nick Buhr rettete damit das 5:2 in der Verlängerung über die Zeit. Der nächste Akt also, Elfmeterschießen. Den Anfang machte der Gastgeber, machte Schalke 04, Klaus Fischer. 1:0 für Königsblau.
Der 1. FC Köln mit Hannes Löhr. Eins zu eins. Libuda, der Kapitän der Schalker. Und Wolfgang Overath, der Kapitän der Kölner. Beide Spielführer verschießen, Nick Buhr hält und wird darauf gleich selbst zum Schützen. ...2-1 Schalke. Dann Thielen für Köln. Der erneute Ausgleich. Helmut Kremers mit seinem dritten Strafstoß. Schalke wieder in Führung. Werner Biskup, in der Verlängerung hatte er ja schon einen vergeben. Den hier nicht. Dann Erwin Kremers, der Linksaußen. 4:3 für S04. Jupp Kapellmann und der fünfte Elfmeter für Köln. 4:4. Ab dann konnte jeder Elfmeter die Entscheidung bringen. Fichtel. 5:4. Simmet. 5:5. Dann wieder Beverungen. Im Spiel ging sein erster daneben. Und der hier auch. Alles vorbei. Wenn Glowacz trifft für Köln, ist Schalke raus. Norbert Niekbuhr hält seinen dritten Strafstoß. Der nächste, Heinz von Haaren, der Spielmacher. 6:5 für Schalke. Und was macht Kölns Kohlmann? Der Pfosten beendete eins der dramatischsten Pokalspiele aller Zeiten. Schalke siegt nach 21 Strafstößen mit 6:5 nach Elfmeterschießen gegen Köln und zieht damit ins Pokalfinale 1971-72 ein. Super, super, beams are gonna blind me, but I won't feel blue, like I always do, cause somewhere in the crowd that's you. Wishing every show was the last show. So imagine.
Es ist die vielleicht beste Schalker Mannschaft nach dem legendären Kreisel. Die Pokalsieger von 1972, die im Finale den ersten FC Kaiserslautern 5:0 überrollen. Nach dem Halbfinal-Thriller gegen Köln mit 16 Elfmetern ist das Endspiel mit Schärs 2:0 nach einer halben Stunde entschieden. Niekburg, Fichtel, Rüssmann oder Torschütze Lütke Bohmert. Die Defensive ist top besetzt, der Angriff überragend. Allen voran Revierikone Stanley Bruder, hier mit der Vorarbeit für Torjäger Klaus Fischer. Dazu die Kremers-Zwillinge mit Helmut als Doppeltorschützen. 5:0 im Niedersachsenstadion mit Erfolgstrainer Ivica Horvath gegen chancenlose Pfälzer, der einzige Titel einer goldenen Schalker Generation. Tage später, am 1. Juli in Hannover, Stanley Buda und der Pott. Schalke ist zum zweiten Mal DFB-Pokalsieger geworden. Der Gegner im Endspiel heißt Kaiserslautern. Schalke mit Helmut Kremers und dem 1:0. Jubel auf der Bank. Der inzwischen verstorbene Ede Lichterfeld und der Trainer Ivica Horvath. Norbert Niekburg hatte eher geruhsame 90 Minuten im Niedersachsenstadion an diesem Nachmittag verlebt. Schalke mit Lütke Bohmert. Präzise Flanke, Klaus Scheer. 2:0. Erwin Kremers. Lütke Bohmert und das 3:0. Norbert Niekburg, ein spielender, mitdenkender Torwart, direkt abgeworfen auf Stanley Buda. In seiner unnachahmlichen Art geht er hier an 3-4 Lauterern vorbei, die Flanke und Klaus Fischer. Tore wie aus dem Fußball-Lehrbuch. Der Schalker Torhunger immer noch nicht gestillt. Foul an Scheer. Freistoß durch Helmut Kremers, den sportlichen Direktor dieser Tage. 5:0 der Endstand. Ein ganz überzeugender Pokalsieg von Schalke 04. Und hören Sie selbst, was die 60.000 riefen. Libuda, Libuda. Und das unnachahmliche Schalke, Schalke. Präsident Siebert und viele Schalker Gönner befanden sich derweil noch auf der Zugheimfahrt nach Hannover. Dr. Libuda, Frauenarzt. Ihren Doktor der Universität. Das gar nicht. Wir Gelsenkirchener, wir Schalker, werden ja die Spanier der Bundesrepublik genannt. Wenn unser Temperament.
Habe ich auf der Generalversammlung gesagt. Haben wir zwei Spiele verloren, sagen die ganzen Schalker, jetzt steigen wir ab. Haben wir drei gewonnen hintereinander, sagen sie, jetzt werden wir Weltpokal ziehen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Glück auf zu später Stunde. Ich bin sicher, das Aufbleiben lohnt sich. Europapokal der Pokalsieger, heute Abend in der Glückaufkampfbahn mit dem reizvollen Vergleich Deutschland-England. Heute erleben wir Schalke 04, den deutschen Pokalvertreter, gegen Manchester City, Englands Elf der Schlagzeilen in den letzten Jahren. Wieder Booth. Lee, der Nationalstürmer. Alan Oakes. Das ist Mike Summerby, Nationalspieler. Kopfballstark die Engländer. Erloff sehr schön gemacht und Libuda. Wieder dieser Raum für ihn anzustürmen. Das ist seine Stärke. Neuser. 15 Minuten gespielt. Und hier sehen wir Trainerassistent David Ewing. Das war zu viel. Jetzt gibt es eine Verwarnung gegen den Engländer durch den Schiedsrichter und jetzt Pirkner. Neuser. Plötzlich war er vor, Mike Doyle mit der Rückennummer 7. Libuda. Minuten vor Spielende 1:0 für Schalke 04 durch Mannschaftskapitän Reinhard Libuda und Ausgelassenheit auf dem gesamten Platz in der Glückaufkampfbahn. Schalke führt 1:0 durch Kapitän Reinhard Libuda. Einmal war er zum Schuss gekommen und das ist der Erfolg. Hier haben wir ihn und jetzt ruft er gleich die Kameraden wieder auf. Nicht lange sich freuen. Wir wollen noch einmal Libudas Tor sehen. 1:0 für Schalke 04 und noch 11 Minuten zu spielen. Aber sie darf sich nicht überstürzen wie eben. Konterchance der Engländer. Ganz allein Bell. Schalke 04 gewinnt das Europapokal-Halbfinale gegen Manchester City, hochverdient mit 1:0 durch ein Tor von Libuda in der 79. Spielminute. Und jetzt wird sich der FC Schalke 04 ganz auf das Rückspiel konzentrieren müssen am 15. April an der Main Road in Manchester. Hier haben wir den Torschützen Libuda. Wir verabschieden uns damit aus der Glückaufkampfbahn. Guten Abend und gute Nacht. Sein helles Licht bei der Nacht, und er hat sein helles Licht bei der Nacht.
schon angezündet, schon angezündet, schon angezündet. Das gibt einen Schein und damit so fahren wir bei der Nacht und damit so fahren wir bei der Nacht ins Bergwerk ein, ins Bergwerk ein. Der eine gräbt das Silber, der andere gräbt das Gold und dem schwarzbraunen Mägdelein bei der Nacht und dem schwarzbraunen Holt, den Sein sie holt. Ade, nun ade, Herzliebste mein. Und da drunten im tiefen, finstern Schacht bei der Nacht, und da drunten im tiefen, finstern Schacht bei der Nacht, da denk ich dein, da denk ich. Erschallet des Bergmanns Gruß bei der Nacht, dann erschallet des Bergmanns Gruß bei der Nacht. Glück auf, Glück auf, Glück auf, Glück auf. Die Bergleut sein. Vor dem Arsch bei der Nacht, denn sie tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht und saufen Schnaps und saufen Schnaps. Die letzte Schicht, das glaub ich einfach nicht. Warum steh ich hier jede Nacht am Schacht und sag Barbara, Herr, pass schön auf uns auf, Glück auf, Glück auf. Ole, 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 die Schenke, ole, ole.
Es ist die vielleicht beste Schalker Mannschaft nach dem legendären Kreisel. Die Pokalsieger von 1972. Olé!